Hallöchen, liebe Leute, da sind wir wieder bei ETS 2 im Singleplayer und ich suche uns jetzt erstmal einen schönen Auftrag wieder aus. Und zwar das wieder ein Renault, da habe ich keinen Bock drauf. Wir nehmen einfach wieder von Ljubljana nach Marseille, Frankreich, 12 Tonner Kraftstofftank, meine Fresse. Und ja, normaler Auftrag, Standardlieferung mit ADR Klasse 3. Also, der dauert 13 Stunden, passt. So. Dann hoffen wir, dass das noch lädt. Ging diesmal schneller sogar als beim letzten Mal. So, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen, wo wir dann, wo wir uns ja ausrollen lassen mussten zu einer Tankstelle. Ich hoffe, das passiert uns heute mal nicht. Ich hoffe, diesmal hat der Auftraggeber genug Tank im Tank gelassen. So, schnell fahren, damit die hinter uns bleiben. Jawohl, haben wir geschafft. Ja, diesmal fahren wir auch einen Iveco. Wie man sieht. Oh, ich kann hier was machen. Ne, das hier wollte ich, genau, so. Und wieder in die normale Sicht. ...80 können wir fahren. Holzen wir natürlich voll durch. Ganz logisch. Und fahren dann direkt auch auf der Autobahn. Das ist natürlich immer sehr schön. Und nicht wieder diese Schleichwege hier beim von den letzten Malen. Also beim letzten Mal, von der letzten Folge, da komme ich nicht drüber weg, dass wir auf die zur Tankstelle hinrollen mussten. Das waren ja ungefähr 30 Kilometer oder sowas, die wir dann gerollt sind. War aber cool, auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Oder hättet ihr das gedacht? Nee, ne? Es war mehr Glück als Vaterlandsliebe sozusagen. So, jetzt sind wir aber auf jeden Fall wieder mit dem Iveco unterwegs. Ich könnte euch ja mal zeigen, wie der so von außen aussieht. Nights old. So, das war genug gesehen, weil, ne, nicht, dass ich hier nachher wieder runterrausche. Ich muss hier durch, Leute. Lässt mich rein? Wohl eher nicht. Ach doch, der hätte mich reingelassen. Okay, das hätte er doch vorher... Dass die nicht mal hier, wie heißt das Ding nochmal? Lichthupe gemacht hätten. Haben können, so. Damit man sieht, dass die einen vorbeilassen, weil hier weiß man ja nie. Weil die haben einen ja früher eigentlich nicht reingelassen, ne? Früher war das ja immer so, dass die den. Dass die einen dann immer, warten lassen haben. Der zum Beispiel lässt uns nicht rein. So. Aber der war ja auch schon fast vorbei, von daher geht das in Ordnung. Der hat aber auch nur wieder einen halben Tank, aber dafür fahren wir ja über die Autobahn. Kommt zwar darauf an, wie lange, aber ich denke mal, wir werden die ganze Zeit auf der Autobahn bleiben.
Bisher auch noch kein Unfall. Mein Gott, ich bin von mir sowas von überwältigt. Dafür schon einmal eine Tankfüllung verpasst. So, leichte Konzentrationsphase hier. So, wunderbar geklappt. Ja, ein kleiner Mikro-Ruckler. Fahren wir hier schon über die Grenze, wie es ausschaut, ne? Guckt euch das an, die vor mir, die fahren wieder wie eine Schnecke hier. Ach so, deswegen fahren die wie eine Schnecke, alles klar. So. Nächste Mautstelle. Aber irgendwie... Ach, ich habe das ausgestellt, glaube ich. Moment mal, da muss ich doch mal eben kurz gucken. Ich glaube, ich hatte das ausgestellt, aus Versehen. Habe ich beim letzten Mal gesehen. Gameplay. Nee, Bußgelder und alles ist an. Naja. Okay, dann fahre ich mal wieder weiter. Schon merkwürdig. Irgendwie werden uns die Bußgelder nicht, Übergänge nicht mehr angezeigt. Aber das kann natürlich auch sein, dass es nicht angezeigt wird, weil das ja der die Spedition bezahlt. Wird er nicht von unserem Geld abgezogen? Das macht ja alles die Spedition. So, sehr schön, wie wir mal schön auf die Autobahn kommen, ohne bremsen zu müssen, großartig. Guckt euch das an, der Truck, der uns hier jetzt wieder überholt. Nachher fährt er wieder langsamer. So, jetzt setzt er sich vor uns und fährt langsamer. Pass auf. Zumindest sind wir jetzt auf gleicher Höhe und jetzt komme ich langsam näher. Schon irgendwie komisch, ne? Oder komme ich näher oder bin ich gleich gleiche Höhe, ne? Ah, noch hat er Glück.
So, ich bleib mal hier auf der mittleren Spur, weil das die rechte ist, glaube ich, gleich zum Abfahrt, zur Abfahrt. Da wir aber weiter geradeaus müssen, bleibe ich hier. Richtung Venezia. Ah, jetzt kommen wir langsam näher bei dem. Das heißt, der fährt ein paar km/h langsamer als wir. Aha. Überholen wir den mal zurück, wa? So, mal wieder eine Mautstelle. So, dann ziehen wir mal direkt links rüber. Oh! Boah! War knapp. Hab ich gerade noch aufgepasst. Da habe ich gerade noch aufgepasst hier. Wäre der mir sonst reingefahren. Aber er hat ja noch schön ist ja noch schön ausgewichen. Das war gut. Hat er schon mal gut aufgepasst, ne? Da kommt auch schon die nächste Mautstelle. Super. Zwei Mautstellen hintereinander. Das nenne ich doch mal Abzocke. So, er lässt auf sich warten. Also... So, hier geht es noch nicht runter. Ist eh Bolzano, da müssten wir ja nicht hin. Also. Können wir durchheizen. Licht mal anmachen, es dämmert ja schon. Was auch jetzt dunkel wird, ne? Jetzt auch hier im Realen, meine ich. Wird es ja schon um 5 Uhr dunkel, ey. Totale Scheiße. Und wenn man überlegt, das ist eigentlich ja die normale Zeit, ne? Also die, die Sommerzeit ist ja eigentlich nur erfunden worden von den, von der Wirtschaft. Damit die Leute ein bisschen länger einkaufen. Oder, mehr Zeit haben zum Einkaufen, was weiß ich. Auf jeden Fall wurde die ja eingeführt, nachträglich. Was eigentlich ja totaler Schwachsinn ist. Aber naja. Da wird es wenigstens, bleibt es wenigstens länger hell. Wird da schon meistens erst um 10 Uhr dunkel oder sowas. Finde ich total geil. Sollten von mir aus die Winterzeit können die ruhig abschaffen, die können die Sommerzeit lassen. Hatten wir schon mal diskutiert, dass die Sommerzeit abgeschafft wird, wieder, dass die reale Zeit wieder bleibt, aber ich fände die Sommerzeit schon ein bisschen besser, ne? Wird nicht so früh dunkel im Winter. Die Sonne blendet wieder hier. Bleibt er hinter dem oder fährt er, zieht er jetzt rüber? Ne, der bleibt dahinter, gut.
Das ist schön. Ach, so eine ruhige Fahrt ist da was Schönes, oder? So, hier müssen wir noch geradeaus durch, gut. Das war das, was ich gerade eben noch gucken wollte hier. Können wir geradeaus durchfahren, das ist sehr schön. Haben wir auch noch 9 Stunden vor uns, wa? Schlafen müssen wir auch noch nicht. Auch sehr schön. Ui, guck mal, Fernsehturm. Oh, 90. Machen wir das doch direkt mal. Sehr schön. Können wir hier 90 fahren? Finde ich doch toll. Ja, wie es aussieht, waren wir hier schon mal auf der Straße hier, auf der Autobahn. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Also keine 9%, die wir hier freischalten. Ja, nur noch 80 wieder. Es war wohl nur mal kurze Freude hier mit 90. Aber ich halte mich mal an die Geschwindigkeitsvorgaben hier. Ich will ja nicht so unnötig riskieren und so weiter. Von daher bleibe ich mal auf 80. Auf die übliche Richtgeschwindigkeit. Ach ja. Steht da ein Restaurant. Na, das ist doch mal was. Lombardia. Komisches Zeichen haben die. Soll vielleicht ein vierblättriges Kleeblatt sein. Muss man jetzt mal den Tank genauer unter die in den Augen halten, nicht dass die ja nachher wieder auf Reserve fahren und so weiter. Bis jetzt dürften wir aber noch genug haben. Ups. Die mich hier mal kurz strecken. Ist doch anstrengend schon hier, wenn man ein paar Folgen machen muss. Besonders beim ETS. Besonders wenn man hier den Controller die ganze Zeit so in bestimmten Haltungen halten muss und dann mal drehen muss.
Ist auch anstrengender, als man denkt, muss ich mal sagen. Das hat der Vorteil beim Lenkrad, da kann man sich die Hände drauf anlehnen. Oder eher gesagt drauflehnen. Könnt ihr mal versuchen, die Stuhllehnen zu nutzen. Die sind aber so tief unten, das ist ein bisschen blöd. Und selbst die sind ungemütlich. Zumindest nicht gerade wohltuend. So, wir dürfen wieder 90 heizen. Das sind so Kurven hier. Wahnsinn. Da stand da fallende Autoteil, oder was? Ah, hier sind wir Flughafen rechts von uns. Oh, die Folge ist ja schon vorbei. Ui, dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Denkt an den Daumen. Also bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.